Hallo zusammen, ich bin heute wieder mit meinem Rennrad unterwegs und heiße euch somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rennraderklärung. Ja, wir schauen uns heute mal das Prinzip der Schaltung bei moderneren Rennrädern an. Viele Leute, die mich kennen, wissen, dass ich mal ein Rennrad gefahren habe mit Hebelschaltung. Dazu gibt es ein Video in der Videobeschreibung und hier oben irgendwo auch. Im Laufe der Zeit hat sich das Ganze verändert. Die Schaltung oder die Schalthebel sind in den Lenker gewandert. Der Bremshebel dient einerseits zum Bremsen, wenn man ihn nach hinten drückt, aber andererseits auch, um die Gänge nach unten zu schalten, indem man ihn so zur Seite drückt. Wie schaltet man hoch? Hier mit dem Hebel kann man nach oben schalten, indem man hier mit den Daumen drauf drückt. Hier habe ich 18 Gänge zur Verfügung, also 2x9. Also hier ist die 9er Kassette und hier die zwei Antriebsräder. Und ja, somit habe ich also die Möglichkeit, 18 Gänge auszuwählen. Was ist der Nachteil? Der Nachteil ist, ich kann hier nicht wie bei einer Hebelschaltung die Gänge überspringen. Ich muss jeden Gang einzeln schalten, aber wenn ich schnell genug bin, dann kann ich auch sehr schnell mit dem Rad beschleunigen, aber dennoch nicht so schnell wie mit dem damaligen Rad mit der Hebelschaltung. Das hat natürlich ein bisschen Übung gekostet, aber damit kommt man auch gut zurecht und ich finde das Prinzip einfach cool. Also das ist wirklich sehr interessant, dass der Hebel hier nach hinten gedrückt werden kann und so bewegt werden kann, so dass man die Gänge dann schaltet. Und ja, auf der anderen Seite hat man das natürlich auch bei den modernen Rennrädern. Es macht wirklich Spaß, damit zu schalten, aber wie gesagt, die Beschleunigung ist nicht mehr so schnell wie mit der Hebelschaltung. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Kommentar da, dann lasst mir ein Abo da, dann lasst mir ein Like da. Und wenn es euch nicht gefällt, dann lasst mir ein Dislike da. Und ja, bis dann zum ersten Video zum Adventskalender. Ciao!